Ach so, willkommen zurück zum Farm Manager 2018. Folge 46 oder 47 vom Szenario in Vino Veritas. Wir müssen Wein produzieren, aber neben der Weinproduktion baue ich beispielsweise Himbeeren, Erdbeeren, Gurken, Kirschen, Äpfel, Birnen, Hühnereier, Ziegenmilch und Strom an. Und hier können wir gerade Gras ernten. Ach ja, und zusätzlich noch Honig, denn wir haben zwei Imkerhäuser. Ja. Volles Programm. Wir haben insgesamt aktuell 32 Angestellte. Dabei haben aber im Moment 11 nichts zu tun. Sie ruhen sich aus. Hier diverse Fahrzeuge und Maschinen, die unsere Arbeit etwas erleichtern. Ja, ach ja, das Szenario ist, glaube ich, durch DLC Brewing and Winemaking dazugekommen. Unser Grundstück ist schon sehr bebaut, würde ich mal meinen. Hühnereier. Gucken wir mal, wie sieht's denn mit unserem Geld aus? Ziegenmilch, Hühnereier. Bringen knapp 2000 pro Abholung. Honig 3500. Gut. Ich könnte natürlich auch immer ein paar Hühner und Ziegen verkaufen. Die pflanzen sich ja fort, von daher, ja, weiß ich nicht. Ist aber unnötig. Ich denke, unser Laden läuft ja jetzt mehr oder weniger. Blöd, dass es gerade regnet. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob irgendwie das Wachstum verlangsamt wird in der Zeit. Wobei, hier kann ich bald Erdbeeren ernten. Schauen wir mal. Ein Tag, ja. Und hier hinten 7 Tage. So, jetzt hier Ernte mit Maschine. Häng. Ernte mit Maschine. Traktor, Hänger, automatisch vervollständigen Arbeiten. So, da schauen wir schon mal runter. Der Kollege holt einen Traktor, holt einen Hänger, stellt sich daneben. Ansonsten müssten meine Angestellten bis zu diesem Häuschen laufen, was 10 Meter weiter wäre. Gut. Ah, Weg ist verkürzt, ist in Ordnung so. Gucken wir mal. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Das ist ja nicht ganz so hektisch beim Zuschauen. Ziemlich viel Platz hier zwischen den Reihen, aber so können die Angestellten gut laufen. Da, 18 Tage brauchen unsere Gurken noch. Ich mach doch wieder ein bisschen schneller.
Let's Play nimmt sonst gar kein Ende. Da, da, da. Ich weiß auch nicht, was ich erzählen soll. Was könnte ich noch erzählen? Ja, im Moment spiele ich recht viel Dota 2 Auto-Chess, aber das passt ja hier überhaupt nicht in das Szenario rein. Von Landwirtschaftssimulator 19 müsste ich eigentlich auch mal wieder ein paar Folgen aufnehmen. Fehlt mir aber auch irgendwie immer mal wieder die Zeit. Okay, Vögel auf meinem Feld. Wo? Welches Feld? Hier. Oh Gott. Weg, 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 weg. Geht weg. Geht von meinen Obstbäumen weg. Da ist noch einer. Alle vertrieben. Sehr gut. Ach so, im Moment zahle ich ja auch noch einen Kredit ab. Hier. Ich weiß gar nicht, warum ich einen Kredit aufgenommen hatte. Eventuell, um den Vollernter zu kaufen. Für unsere Weinstöcke. Kann ich auch nicht genau sagen. Ich wollte noch Land dazu kaufen. Pilze. Wo? Erstmal langsamer machen. Oh Gott, nein, nicht hier hinten. Auswählen gegen Pilze mit Maschine. Automatisch arbeiten. Und hier hinten machen wir Ernte mit Maschine. Traktor. Hänger. Automatisch vervollständigen. Arbeiten. Puh. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich... Ach ja, genau. Ich glaube, den Kredit hatte ich aufgenommen, um den Traubenvollernter zu kaufen. Nee, jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Ich wollte eigentlich Land kaufen. Grundstück kaufen. Ah, steht aber... Ich muss mindestens auf dem Bauernhof ein Gebäude auf Stufe 2 haben. Meiner Meinung nach müssten wir das mit dem Hühnerstall oder mit dem mittleren Hühnerstall... geschafft haben. Aber irgendwie... Ja gut, es könnte sein, dass es in dem Szenario einfach nicht erlaubt ist, noch ein weiteres Grundstück zu kaufen. So, was war das hier? Erdbeerernte. So, und der kommt jetzt mit der Pflanzenspritze hier. Spritzt gegen Pilze. Entschuldigung, ich bin leicht erkältet. Habe jetzt auch einige Folgen am Stück aufgenommen, deshalb ist die Stimme dann noch ein bisschen schwach. Da, di, da, da. Oh, aber unser Geld entwickelt sich gerade wieder gut. Ich glaube, wir haben ein paar Erdbeeren verkauft. Ja, für 14.000. Sehr schön. So, wir schauen uns das mal richtig von oben an. Schade, höher geht's leider nicht. Das ist schon ein größerer Bauernhof.
hier unsere Pflanzenspritze, hier die Ernte. Ich glaube, die Leute, weiß ich nicht, was die gerade machen. Ach, das sind die, die in Weinbergen arbeiten. Die haben ja eh nichts zu tun im Moment, weil wir gar keinen Wein auf Lager haben. Was kann ich denn noch erzählen? Hier läuft ein Imker. Hier ist der Betreuer für die Hühner. Och Gott, jetzt werde ich müde. Wir zoomen mal ein klein wenig ran. Im Moment sind 7 Leute nicht eingeteilt. Und da sind noch nicht mal die mitgerechnet, die hier in der Weinproduktion sitzen und auch nichts machen. Dann wären also im Grunde nochmal 9 Leute mehr, die im Moment nicht arbeiten. Oder die nicht aktiv arbeiten. Eingeteilt, ja. Aber nichts zu tun. Normal würde es völlig reichen, wenn wir da Saisonarbeiter holen, aber ich finde es schon besser, wenn wir Leute wirklich das ganze Jahr über beschäftigen, einstellen. Auch wenn sie vielleicht gerade ein halbes Jahr arbeiten müssen. Oh Gott. Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum ich so müde bin. Okay, das Spiel hat gerade automatisch gespeichert. Ist gut. Den Speichern vergesse ich gerne mal. So, 12 Tage noch die Gurken. 20. Die Erdbeeren hier. 8 Tage. Himbeeren dort. Birnen 133 Tage, Äpfel 66, 36 die Kirschen, 163 die Birnen, 179 die Kirschen. Okay, das ist aber jetzt wirklich Weihnachten. Weihnachtskirschen. Unser Merlot, den können wir in 47 Tagen ernten. Riesling in 42, in Chardonnay in 45 Tagen. Also ich zoome dann doch mal noch ein Stückchen weiter runter. So sehen wir ja auch irgendwie alles. Ja. So, dann Tempo ein wenig erhöhen. Dann gucken wir mal, wenn die Ernte durch ist, wie groß ist das Feld? 0,118 Hektar, 0,144 Hektar. Klein wenig größer, müsste es ein bisschen mehr Erdbeeren geben. Bis 10.7. Da hoffe ich nur, die Erdbeerpreise sind aktuell auch gut. Oh ja, die steigen ja gerade richtig. Optimal. Gott, oh. Wir bezahlen gerade wieder unsere Angestellten und wahrscheinlich Instandhaltungskosten für unsere Gebäude. Geht unser Geld wieder ein wenig runter. Ach ja, und die Kreditrate war wahrscheinlich auch mit dabei. Gucken wir mal. Minimal nach unten gegangen. Ist okay.
2 Tage, bis wir die nächste Schulung machen können. Denn Tidlebum Tiralala. Wir wollen 20.000. Noch ein Tag. 7, 4. Schulung beendet. Ich wollte, glaube ich, gegen die Insekten irgendeine Schulung machen. Produktion ist schneller. Regenerierung der Arbeiter. Ungeziefer. Weniger Insekten auf die Felder. Ich glaube, ich bin so müde wegen der beruhigenden Musik. So, da kommt ein LKW, will der eventuell unsere Erdbeeren abholen. Schaut nicht so aus. 10.07. Bitte holt die Erdbeeren ab. Mach mal ein bisschen schneller. Ich schiebe das Fenster mal hier runter. 10.07. Wir haben den 4. Jetzt haben wir den 5. Sollte langsam hier jemand kommen und das abholen. Na komm, wo bleibt der Lieferwagen? Schnelles schwarzes Auto gewesen. Der fährt einfach durch. Oh Gott. Ich mache mal kurz Pause, denn hier muss ich dann gleich wieder Ernte machen. Aber jetzt beende ich erstmal diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye.